viele Situationen und Botschaften. Eine, die mich immer wieder aufs Neue bewegt, ist, wenn ich mit Pflegeschülerinnen und Schülern diskutiere und feststellen muss, dass viele mit wahnsinnig viel Enthusiasmus, Begeisterung für die Fachlichkeit und auch für die menschlichen Aspekte des Berufes gestartet sind, aber schon in der Ausbildung zum Teil, nicht alle, aber zum Teil und zu einem zu großen Teil so viel Frust erleben, dass sie sich die Frage stellen, will ich da überhaupt bleiben? Mhm. So, und da ist das sozusagen ein wirkliches Symptom für eben die Probleme, die wir in den Pflegealltag sozusagen oft genug für diesen Beruf haben. Und andersrum ist mir was sehr Positives in Erinnerung zu bleiben, um das im Kontrast zu sagen. Ich weiß nicht mehr wo, das war in der Klinik, bin durchgelaufen, dann stand auf einmal eine Pflegekraft vor mir und sagte, Herr Spann, ich bin seit 50 Jahren in der Pflege, also die hat sehr früh angefangen, seit 50 Jahren in der Pflege und ich wollte ihm mal ein paar Sachen sagen. Hat sie mir auch gesagt, habe ich einfach gesagt, okay, verstehe ich, nehme ich mit. Dann habe ich gesagt, macht es Ihnen denn noch Freude, würden Sie heute wieder in diesen Beruf gehen nach 50 Jahren? Und auf einmal änderte sich der ganze Gesichtsausdruck, ein Lachen und sie sagt, ja, weil ich jeden Tag Momente erlebe, wo ich weiß, das ist mein Beruf. Und halt der Teil muss auch erzählt werden. Also wir müssen über die Probleme reden und nicht nur reden, vor allem was machen. Wir haben ja auch schon begonnen. Aber ich finde ganz wichtig für den Beruf und sein Selbstverständnis auch, dass auch der andere Teil ab und zu erzählt wird. Wir wollen Leute für diesen Beruf begeistern, der Zukunft hat, der gut und immer besser bezahlt werden wird, der Fortentwicklungsmöglichkeiten hat, der was mit Menschen zu tun hat, wenn man so will, wenn man das mag. Das ist eigentlich ein wunderschöner Beruf mit wahnsinnig viel Perspektive, aber auch über den Teil muss man reden.